Einen wundervollen guten Morgen, ihr Digital-Tomate-Tomate. Wir haben gerade voll verpennt, ey. Ja, Robert hat verpennt. Aber Olli kam auch zu spät. Ich bin um 6 auf. Wenn ich nämlich nicht verpennt hätte, wäre Olli zu spät gewesen, hätte mich gar nicht erwischt. Aber ich wusste, ich kann zu spät kommen, Robert verpennt eh. Und wenn er nicht verpennt, muss er noch Smoothies machen. Es geht jetzt nämlich ab zur DNX-Workshop. Ich muss allerdings jetzt erstmal noch kurz in die Wohnung rein und hier meinen Stuff einmal kurz ablegen. Und dann fahren wir direkt zum Beta-Haus weiter. Und dann sind wir auch nur 10 Minuten zu spät. Ich glaube, das passt gut. Ja, Sonne scheint. Wird ein cooler Tag, oder? Okay, dann mach ich auch mit. Vlog Inception. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum ersten Mal in der Tomatenshow. Mega. Roman auch. Hi. Okay, so haben wir auch. Alle einfach, alle. Nee, das Buffet ist noch nicht komplett geplündert, sauber. Es gibt auch hier Couscous und Gemüse. Couscous, Gemüse. Nicht so schlecht. Ich habe jetzt sogar noch so einen Hummus bekommen hier. Tomaten! Yeah! Mehr Tomaten! Mehr Tomaten! Wollen wir einfach den ganzen Teller mitnehmen? Ja, wir tauschen sie aus. Ich lasse den da. Genau, wir stellen die kleinen hin. Hallo. Hi. Es riecht so gut. Banane. Ja. Keine Farbe. Ist es Spinat? Nein. Was? Wie du erwartest? Nein. Ist es Pfirsich oder irgend so was? Nein. Trink mal, dann weißt du es bestimmt. Geil. Ah, Löwenzahn. Ja. Oh. Alright, gleich geht's los. Ich darf allerdings nicht mitfilmen, deswegen sage ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns später wieder. Sonne und eine Flasche. Yes, Mittagspause. Wir sind jetzt in Daluma. Wie so häufig war ich ja schon in der letzten Zeit richtig, richtig viel und es gibt einfach hier die fette freie Auswahl. Die beiden sind richtig geflasht, weil sie zum ersten Mal hier sind. Yes! Oh, so geflasht! Wir brauchen gute Energie. N2. Weil wir gerade 3 Stunden Vortrag angehört haben. Dann ist der genau richtig gut. Der schmeckt so süß und so lecker. Was isst du hier am gernsten? Es gibt diesen... ich nehme immer da so ein Hauptgericht, da gibt es verschiedene Basics. Es gibt halt Reis, genau, Linsenpasta. Ich nehme halt immer das Rohkost, das ist so Gemüse. Und dann kannst du ein verschiedenes Topping nehmen und das Beste ist Spinatolive. Das habe ich beim letzten Mal zum ersten Mal gegessen, weil das neu ist. Und es ist das Leckerste von allen. Immer diese Instagrammer. Ey, aber das sieht so gut aus. Zum Glück habe ich das auch genommen. Da sind einfach Rosinen dabei. Ich liebe dieses Essen. Hey Leute, cheers auf der Luma. Cheers! Good run, Forest.
Und diese Fotos können eigentlich gar nicht schlecht gehen. Also schon, aber man galoppiert halt vor. Erster Gang gekillt, jetzt gibt es wieder hier den Klassiker, I want it all. Einmal alles. Sagt sie zu? Voll gut. Ich glaube, ich habe schon probiert alles. Ja. Und man sieht Geilste, aber noch nicht so aus, als würde schon irgendwas gegessen worden sein. Das Geilste ist das. Ich glaube, es ist einfach Mandeln und es schmeckt diese Nusscreme, wie Marzipan. Ne? Oh. Das ist voll gut. Vorbei, nächster Workshop. So, dadurch, dass wir vorhin schnell aufbrechen mussten, haben wir uns das jetzt hier in so einen schönen Becher füllen lassen. Jetzt sieht es nicht mehr so schön aus. Ich habe es versucht, mit ein bisschen Weintrauben zu retten. Aber ich glaube, es schmeckt trotzdem. Wollen wir mal probieren. Das ist jetzt Chia-Pudding und probiotisches Müsli. Und unten drunter ist noch irgendwo Acai und so eine Nusssoße. Und alles. Schmeckt aber gut. Ja. Schmeckt gut. Guten Appetit. Yeah, ich habe wieder mein Lieblings-YouTube-Video-Drehspot am Start, mitten im Kreisverkehr am Moritzplatz. Leute, ich sag euch das hier, es ist einfach so geil, Videos zu drehen. Ich liebe das. Zum Glück habe ich mein Mikro, sonst würdet ihr mich gar nicht verstehen, aber so müsste es eigentlich ziemlich, ziemlich gut klar gehen. Und ja, beide DNX-Workshops sind fertig. Beide Male ging es ums Thema Branding, Long-Term-Strategy, haben einige Dinge in mir in Gang gesetzt und da werde ich jetzt die nächsten Tage, morgen ist halt der DNX Main Event, Montag geht zum, Sonntag geht zum Picken nach Bremen, da wird erstmal busy sein, aber dann so nächste Woche werde ich mich mal hinsetzen und nächste Woche wahrscheinlich auch mal einen Tomatenschuh freien Tag nehmen und dort dann einige Ideen schmieden, einige Sachen vielleicht angehen, die ich mir jetzt so überlegt habe. Ich werde es dann zu gegebener Zeit alles verraten, aber ich habe eine ganze Menge coole Ideen bekommen und trotzdem muss ich aber sagen, so ein riesiger Fan, wie ich von der DNX bin und wie mich das immer hypt und wie mich das immer mit Motivation vollpumpt, muss ich doch sagen, es gibt so ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen und eins, und das möchte ich heute als Anlass für das Thema des heutigen Content-Parts nehmen, ist so ein Mindset, was viele Leute, die dort sind, an den Tag legen, die so ein bisschen aus dieser klassischen Business-Welt kommen. Denn ich habe oft das Gefühl, Leute versuchen, alle möglichen Taktiken irgendwie einzusetzen und alle möglichen Strategien auszutüfteln, um damit letztendlich erfolgreich zu werden. Aber, und da bin ich der Meinung, alle Strategien und alle Taktiken der Welt nützen nichts, wenn dein Intent, deine Absicht nicht eine richtig gute ist. Denn ich habe das oft das Gefühl, dass viele Leute, die dort sind, so ein bisschen mit diesem... Die sehen so sich selbst auf der einen Seite und die Kunden auf der anderen Seite. Und wird immer so ein bisschen versucht, also ich will jetzt nicht alles pauschal über einen Kamm scheren, aber ich habe das einige Male so ein bisschen rausgehört, dass versucht wird von einigen Leuten, so ein paar kleine Tricks anzuwenden, so zu gucken, wie kann man den Kunden am besten davon zu überzeugen, jetzt das Produkt zu kaufen oder die und die Handlung auszuführen. Ich bin allerdings der Meinung, dass alle diese Taktiken und Strategien eigentlich völlig wertlos sind, wenn die Absicht nicht die richtige ist. Ich persönlich gehe lieber daher und gucke, okay, wenn ich eine richtig gute Absicht habe, wenn es mein Ziel ist, Leuten zu helfen, wenn ich da einfach ehrlich dabei bin, wenn ich
wenn ich auch den Kunden oder den Zuschauer wirklich als Menschen, als mitdenkendes Individuum ansehe und nicht versuche, irgendwelche Spielchen zu machen, irgendwelche Tricks, irgendwelche kleinen Kniffe einzusetzen, die irgendwelche Resultate haben sollen, dann bin ich auf einem viel besseren Weg, weil, und das ist nämlich das Schöne, selbst wenn meine Taktiken, selbst wenn meine Strategien irgendwie, wenn ich die schlecht gemacht habe, wenn ich irgendwie von einer falschen Annahme ausgegangen bin, wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht funktioniert hat, dadurch, dass ich die richtige Absicht habe, kommt das in allem, was ich mache, kommt das durch. Und das ist nämlich das, was bei uns Menschen dafür sorgt, dass wir uns mit jemandem identifizieren können, wo wir sagen können, hey, cool. Denn ist ja ganz genauso. Frag dich mal, wenn du jetzt einen Kumpel hast und der will dir irgendwie helfen und macht dir, keine Ahnung, ihr seid irgendwie verabredet und bringt dir irgendwie einen Kuchen mit. Und dann probierst du den Kuchen und letztendlich schmeckt der Kuchen irgendwie übelst eklig und du holst dir dadurch eine Lebensmittelvergiftung. Dann kannst du deinem Kumpel trotzdem nicht so richtig böse sein, weil seine Absicht war ja eine richtig gute. Derjenige wollte dir, einfach eine Freude machen, hätte diesen Kuchen mitgebracht. Und dann im Endeffekt hat es zwar nicht funktioniert, die Taktik, die Strategie ist schief gegangen, aber trotzdem, eigentlich rechnest du ihm das hoch an, dass er von sich aus dich überraschen wollte und dir diesen schönen Kuchen mitbringen wollte. Und genauso ist es in der Businesswelt auch. Die Leute, bei denen man wirklich merkt, dass es ihnen am Herzen liegt, was ihre Kunden, was ihre Zuschauer, was ihre Leser, was ihre Fans, was bei denen abgeht, dass sie etwas davon haben, dass sie etwas davon lernen, dass sie sich weiterentwickeln. Wenn man das merkt, wenn das durchkommt, dann ist es auch nicht so wild, wenn mal irgendwas schief geht. Dann mach mal ein Video und es geht irgendwie nach hinten los und man launcht mal ein Produkt und es kauft keiner oder sowas. Das nimmt man einem nicht übel, wenn man merkt, hey, das ist ein guter Mensch, dem ist es wichtig, dem liegt es am Herzen, was da mit uns abgeht. Und das ist so ein bisschen so eine Sache, die ich bei einigen Leuten hier auf der DNX vermisst habe. Da wird immer versucht, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass der Kunde, ja, zum Beispiel der eine hat zum Thema YouTube was erzählt und da kamen dann so eine Dinge wie, dass man nicht von Beginn an zeigen sollte, dass man da irgendwie ein Unternehmen drauf aufbauen will und dass man solche Kooperationen mit anderen YouTubern lieber machen will, wenn man noch klein ist, wenn man noch nichts verkauft, weil die dann das viel eher machen, als wenn die merken, da steckt jetzt jemand dahinter, der auch ein Business aufbauen will. Und das ist immer, ich weiß nicht, das hat für mich so einen unschönen Beigeschmack. Ich bin der Meinung, wenn ich 100% ehrlich bin, dann kommt das immer am besten an und dann ist das immer die beste Strategie, denn wenn ich einfach mich daherstelle und sage, ja, so genauso wie jetzt, ja, es ist ein Business, ich verkaufe da auch Dinge und ich nehme damit auch Geld ein und dadurch, dass ich das aber ehrlich raushaue und nicht sage, Leute, ich mache hier alles umsonst und so weiter und dann hintenrum versuche irgendwie irgendwelche Einnahmen zu generieren, das fühlt sich einfach unschön an und das merken halt auch Leute, das ist der Grund, warum oft solche Internetgeschichten irgendwie so einen faden Beigeschmack haben, so ein bisschen so sleazy irgendwie rüberkommen, weil das sind halt Leute, die vorne raus irgendetwas sagen und dann hinten raus aber was anderes versuchen. Und ich persönlich, ich stelle mich lieber hin und sage, okay, ganz klar, es ist ein Business, ich mache hier Dinge for free und das gibt mir hinterher die Leverage, den Hebel sozusagen, dann auch etwas zu verkaufen. Und da bin ich ganz ehrlich und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und wenn zu mir jemand kommt und sagt so, hey, pass auf, so und so ist es, dann finde ich das viel besser, als wenn jemand sagt so, oh nein, ich mache das ja alles nur für andere Leute und so weiter und ich stecke da ganz viel Zeit rein, aber ich will dafür nichts haben und dann irgendwie hintenrum versucht, irgendwas da einzuheimsen. Finde ich sehr, 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 sehr unschön. Deswegen einfach raushauen und dann verstehen das auch Leute. Also ganz ehrlich, wenn es irgendjemand blöd findet, dass ich hier den YouTube-Channel mache und dann ab und an auch mein Produkt verkaufe, dann will ich den eh nicht dabei haben, weil aus meiner Sicht, diese Leute, die immer nur etwas bekommen wollen, Leute wollen jeden Tag hier ihre Tomatenshow, jeden Tag ihr YouTube-Video for free haben. Da wollen sie, und sie wollen aber nichts dafür geben. Das ist halt, so funktioniert die Welt nicht. Alles, was man irgendwie, wenn man etwas bekommt, dann muss man auch etwas dafür geben und so weiter. Und das ist eine Sache, die Leute, die das nicht verstanden haben und die es mir irgendwie übel nehmen, wenn ich dann ab und an mal mit ein Produkt rausbringe, die haben halt einfach nicht geschnallt, dass ich das Ganze, was ich jetzt mache, dadurch, dass ich jeden Tag einfach ein krasses, krasses, langes YouTube-Video for free raushaue, was mehrere Stunden meiner Zeit verbraucht, kann ich nur machen, wenn das mein Job ist. Wenn ich den ganzen Tag sozusagen mit dem Online-Business zubringen kann. Wenn ich 8 Stunden in den Job gehen muss, dann habe ich abends einfach nur noch ein bisschen Zeit und dann kann ich nicht. Dann wäre es unmöglich, sowas wie die Tomatenshow auf die Beine zu stellen. Das würde gar nicht gehen. Und das verstehen aber viele Leute nicht, dass das nur möglich ist, wenn da letztendlich auch mal ab und an mal was verkauft wird. Und genau deswegen, seid ehrlich zu euren Leuten, sagt einfach Dinge, was auch eure Ziele sind, was ihr plant und versucht nicht, Leute für dumm zu verkaufen. Leute haben einen viel höheren Bullshit-Radar als
ihr das vielleicht denken mögt. Also seid einfach ehrlich, haut die Dinge raus, was auch immer eure Pläne sind, teilt das, bezieht eure Zuschauer ein. Das ist viel, 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 viel besser als immer so ein bisschen, wir sind hier, da ist der Zuschauer, mit welchen Taktiken können wir jetzt versuchen oder können wir es schaffen, denjenigen von irgendetwas zu überzeugen. Irgendwelche, zack, dann schickt man hier diese E-Mail-Serie und dann das und dies und das und so weiter und dann noch ein Upsell und hier noch und bla und ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie alles nichts Richtiges. Und ich glaube nämlich auch, dass alle Leute, die mit diesem Mindset unterwegs sind, die versuchen, sich auf die Taktiken, auf die Strategien zu konzentrieren, aber nicht unbedingt mit der richtigen Absicht unterwegs sind, dass die vielleicht kurzfristig erfolgreich sein werden, weil sie irgendwie businessmäßig ganz clever unterwegs sind, aber langfristig nicht, weil auf lange Sicht macht man sich seine eigene Marke kaputt. Leute merken einfach, mit welcher Intention man da unterwegs ist. Deswegen, ihr Lieben, setzt euch wirklich mal hin und klärt eure Absicht. Guckt, was ist auch wirklich euer Ziel. Und dann kommuniziert das auch und seid da ehrlich zu euren Leuten. Und erst wenn das klar ist, dann kann man sich auf die Taktiken und auf die Strategien konzentrieren. Weil wenn man sich nur darauf konzentriert, dann kommt die Absicht letztendlich immer durch und macht einem einfach alles kaputt, was man da irgendwie aufbauen will. Also das ist keine gute Sache. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich trotzdem sagen, DNX ist eine geile Sache. Ich habe heute richtig viel schon mitgenommen, richtig viele neue Ideen, schon mit vielen coolen Leuten gequatscht. Und morgen freue ich mich aufs Main Event. Morgen gibt es dann viele Vorträge. Heute war ich jetzt bei 2 Workshops. Ist nichtsdestotrotz eine geile Sache. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Anfang Oktober, 10.11. Oktober ist die nächste deutschsprachige. Das jetzt hier ist ein komplett englischsprachiges Event. Die nächste deutschsprachige ist im Oktober. Seid da auf jeden Fall gerne dabei. Ich packe unten den Link in die Videobeschreibung und dann werden wir wieder eine coole Tomatenrunde aufmachen. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass sie auch dabei sein werden. Das wird auf jeden Fall geil. So, der nächste Programm für heute beendet. Wir sind jetzt hier im Badeschiff und werden jetzt mal gucken, ob wir Jeremy Lux finden. Schön, dass sich Olli Donner entschieden hat auf jeden Fall. War schon kurz auf der Kippe, dass wir hier hingehen. Ja, dachte mir, kann ich mir eben gehen lassen. Hoffen wir mal, dass es gut wird. Jetzt schon, das ganze Ding hat irgendwie heute schon um 2 angefangen. Es ist jetzt irgendwie kurz vor 8, aber wir dachten uns halt, als Haupteck tritt er schon eh irgendwie spät auf. Gucken, ob wir jetzt hier noch was erwischen. Gut, wir sind da und ärgerlicherweise haben wir Jeremy genau verpasst. Scheiße. Irgendwann erfahren, dass wir von einer Stunde dran waren und von einer halben Stunde gekommen oder so, aber wir stehen jetzt hier in der Schlange. Ein cooles Selfie mit dem zu machen, weil vorne ist er nämlich. Mal gucken, es kann sich noch eine Stunde handeln, aber es lohnt sich. Das schmeckt auf jeden Fall interessant. Ja. Streuobstbionade. Geile Geschichte. Try mal. Schmeckt voll gut. Oder? Aber schmeckt wie jede andere Bionade, oder? Ja, ist doch gut. Ja. Kann man nichts falsch machen. Ah, there we go. Katrina, where the fuck are you? Yeah. You're supposed to be here. Look at these beautiful men. They're here. I mean, they got you 20 minutes late. But so they didn't see any of the show. But you, so it's as much as you've seen, pretty much. We all saw that. Everyone saw the same amount, nothing. Yeah. But we're here, yes. But they're here anyways. I miss you. Okay, bye. See you later. Bye. Chillig. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir jetzt kommen, oder? Ja, yeah. War ein geiles Konzert. War kein Konzert, aber wir haben Jeremy trotzdem getroffen. Und hier ist es ja so schön. Ja. Ich war ja auch noch im Badeschiff Berlin. Wahrscheinlich versteht man uns gar nicht, weil es so laut ist. Aber es ist auf jeden Fall übergespannt. Hier einfach direkt am Wasser und es geht cool. Wenn es noch ein bisschen wärmer ist, dann stelle ich mir vor, dass es noch viel geiler ist. Ja, man braucht noch Wi-Fi oder arbeitet man hier? Ich habe ja den Stick, ich könnte echt wirklich arbeiten. So. Das wäre echt mal, wenn es hier richtig heiß ist, herkommt. Ja, Mann. Schon geil. We'll be right back.
eigentlich wollten wir gerade nach Hause fahren. Jetzt haben wir uns spontan entschieden, dadurch, dass wir hier sind, gehen wir ins Bowl. Wir waren ja schon länger nicht mehr hier. Ist jetzt das erste Mal, dass ich hier bin und einfach anstehen muss. Es ist so voll, sind einfach alle Plätze komplett weg. Aber wir sind gleich dran und dann kriegen wir hoffentlich noch was. Dann werde ich, glaube ich, hier mein Video schneiden. Hier ist nämlich eh so chillig und schön warm. Ja. Yes, Essen, Raw Salad Bowl, wie immer, Klassiker. Olli, was hast du? Sweet Potato Fries? Potato Pommes. Die sehen gut aus. Und Olli gönnt sich heute ein Weißweinchen. Meine Fresse. Fancy. Und gute Green Smoothie. Ich würde sagen, cheers. Kaching. Du hast wohl die Raw Salad Bowl, oder? Logisch. Oh, so gut. Wieder ausgesprochen lecker. Und was wisst ihr, was jetzt noch ansteht? Wir haben nämlich heute Freitag. Olli, wer ist die aktuelle Tomate der Woche? Oder wer ist die neue Tomate der Woche? Weißt du es? Da ich nicht beim Business einmal eins arbeite. Aber du weißt es trotzdem. Hau raus, Olli. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Nein. Okay. Die aktuelle Tomate der Woche ist Alex. Yeah! Hast du dir auf jeden Fall verdient. Alex geht gut ab. Ja, die Fans, yeah, die gehen hier nuts. Yeah. Alle rasten aus. Yeah. Alex hier. Richtig gut, Alex. Daumen hoch für dich. Okay. Sauber. Alles großartig. Danke dir. So, ihr Lieben, sind jetzt zu Hause. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor 12. Ich setze mich jetzt ans Video. Das wird auf jeden Fall noch ziemlich lang. Und morgen früh geht's zeitig raus. Ich glaube, 7:30 oder sowas aufstehen. Dann schneiden die dir nichts. Wird eine kurze Nacht, aber schaffe ich schon. Das Video, ich habe gerade gesehen von heute, es sind so viele Szenen, ey, das ist, glaube ich, richtig, richtig lang geworden, aber super viel passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal unten einen Kommentar rein zum Thema Taktiken und Absicht und so würde mich auch sehr gerne eure Meinung interessieren. Ist euch auch schon mal, habt ihr auch schon mal Videos von jemandem gesehen, der irgendwie eine coole Taktik hatte, aber wo die Absicht irgendwie durchgekommen ist und wo ihr euch dann gedacht habt, so, irgendwie ist das was Unschönes. Schreibt mir mal einen Kommentar rein. Wir sehen uns morgen. Morgen DNX Main Event, wird richtig, richtig groß. Auf jeden Fall wieder einschalten. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.